Oh, weiter geht's hier im Strandbadbau mit Blackforce und Gerd. Mal moin. Ich glaube, ich muss hier weg, ne? Soll die Baustelle räumen. Zurücksetzen. Ich dachte, wenn ich hier auf die Treppe fahre oder wo was? Ne, ich soll die auf die andere Seite, glaube ich, ne? Genau, falsch. So, wir bauen das Strandbad weiter. Mal gucken, ob wir es heute schon fertig schaffen. Mal gucken. So, jetzt sollen wir irgendwie ein paar Zeugs dahin wieder kranen. Das geht relativ zügig. Was wird denn noch gebraucht? Die Palette. Holz, Palette, Holz. Dampffolie. Das ist überhaupt die Folie? Nee. Ich glaube, die Rollen. Nicht der. Nein, das ist Dämmung eher. Ich glaube, ich habe die Dämmung erwischt. Ach. Ich habe den großen. Ich muss die kleine haben. Ich habe so eine hier. Gut. Ob wir gleich wieder die Baustelle räumen müssen oder ob wir stehen bleiben dürfen. Ob wir wirklich richtig stehen? Nein. Tschüss. Bevor es kommt schon mit, mit Mischung. Da darfst du aber nicht stehen bleiben. Auspacken. Einmal auspacken, bitte. Der Brücke gibt es doch schon auch noch irgendwie einen Hammer, oder? Markanti-Brücke da. So. Platten, Fundamente gießen. Dann schütt mal rein das Zeugs. Kommt ihr danach noch? Gucken wir schon mal weiter. So, das ist jetzt. Jetzt wird gegossen. Dann ist noch so Holz. Ach, liefere die Holzelemente. Brauchen wir mit dem Tieflader, müssen wir das holen. Okay, Deckenelemente, Holzrahmen, weiß ich nicht. Dann kommt wieder Material. Ist doch noch gar schon viel. Aber fast alles mit dem Kran. Einmal nicht akzeptiert. Ja, okay. Ich bin schon wieder nicht im Menü. Willst du wieder Geld überweisen? Oder willst du was einkaufen? Ich wollte den. Okay, hast du es denn schwer gespielt? Ja, heftig. Stunden brauchen wir dafür. Hey, wo muss man jetzt gießen? In diese Dinger rein, würde ich behaupten. Hier oder wie? Ja. Ganz gleich über das blaue hinfahren. Aber aufpassen, dass da ein paar Deckel drauf sitzen. Da zeigt mir nichts Blaues an. Wird auch nichts blau angezeigt. Was hier fein, Dings. Füllen und diese ganzen diese ganzen Vorrichtungen hier. Siehst? Wollen wir einen zweiten Mischer kaufen, lieber, oder? Na. Lass laufen.
Ah. Ja. Guten Abend, mein Moin. Hier wieder nichts oder wie? Ja, da kommt ein bisschen raus. Überall, diese ganzen, das sind vier Stück oder so. Aber links und rechts bewegen. Ein bisschen. Mit Pfeiltaste. Kannst du diese Ecke machen, ja? Geradeaus. Weiter nach vorne und dann das Ding nach links, ja? Aber es wird nicht mehr als 38%. 35 habe ich. Da sind ja noch zwei andere und das muss ein bisschen besser verteilt werden, glaube ich. Mir zeigt es bei euch was an. 36%. Ja, 36. Was habe ich jetzt schon wieder für einen Fehler? Ja, bei mir zeigt er nur den gesamten Bauabschnitt mit 38% an. Ja, bei uns auch. Hat ein Fundament gießen. Strandbad ist 46, steht bei mir. Nee, irgendwie habe ich, glaube ich, wieder ein Synchro-Problem, kann das sein? Aber das. Mach mal einer weiter. Gießt was rein auf jeden Fall. Eine Gegend erkunden, ne? Ach, wir haben einen Hammer gefunden. Den findet ihr nicht. Auf der anderen Seite von der Brücke. Ah, ich sehe auf der Übersichtskarte. Schnell weg. Das ist so eine Einkaufsstraße. Prozent. Kannst du einmal wieder morgen machen. Pause. Danke. Guten Morgen. Guten Morgen. Das ist bei mir halt jetzt immer, glaube ich, kurz schwarz. Das, was du nicht hast im Multiplayer, habe ich hier auch selber, glaube ich, als Host. Keine Sackgasse hier. Raus. Ich schaff das schon. Durch die City läuft, dann denkt man an GTA oder so. Muss ich eben die Knarre ziehen und irgendwann abschießen. Oh, war keiner dabei. Ärgerlich. Irgendein Auto kapern. Ja, genau. Wollte aus dem Auto rauswerfen und dann weiter rumfahren. Ich meine, fast wie was auf GTA. Und das ist ja. Das habe ich selber nie gehabt, das Spiel, aber irgendwie bei Kumpels dann mal mitgespielt. Ja. Das ist auch schon also ewig nicht mehr gezockt. Wir haben noch, ich weiß gar nicht, Gerd, du? Nee, hast du mal mitgespielt? Was? GTA? Nicht mit dir. Nee, haben wir nicht, aber du hast das mal gespielt. Ja, ich habe GTA 5 habe ich auch, aber das ist, glaube auch schon zwei oder drei Jahre her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Ja, bei mir auch mindestens. Eher länger wahrscheinlich. Bei mir, als ich irgendwie 8., 9. Klasse oder so war, da haben es alle in der Schule gespielt. Ja, es ist auch an sich schon cool. Den Titeln generell bin ich ja auch groß geworden. Ich sag mal, GTA gibt es schon, ne? Weiß nicht, wann der erste Teil rauskam. Das war ja noch nicht mal in
Bei GTA 2 war das, glaube ich, durch den Anfang. Das war aber auch alles noch nicht in 3D oder so, das war noch in 2D. Vice City. Das war ja schon 3D. Ja, Vice City habe ich richtig viel gesuchtet. Aber wann ist Vice City rausgekommen? Weiß einer von, weißt du, im Chat, vielleicht hat einer das mal kurz zu gucken. GTA Vice City, das muss ja auch irgendwie 2000 gewesen sein, so geschätzt. 2002, 2003, keine Ahnung. Mal schön Überblick von hier. GTA. Ich helfe dir mal noch gern. GTA Vice City, genau. 19. Ich glaube, da muss, da muss auch jemand 29. Etwas Oktober. Wie, 29. Oktober 2002. 2002. GTA Vice City. Das habe ich auch echt viel gespielt. Ich glaube, Danny muss mit den großen Anhänger auch was holen. Und GTA 2 war 1999. Okay. Das ist tatsächlich halt noch hier in 2D, in Draufsicht sozusagen. Das ist noch gar kein 3D gewesen. Oje, 99, da wusste ich noch nicht, was ein Computerspiel ist. Ja, das war GTA 2, weil City war schon 2002. Ist nicht irgendwie ein neuer GTA-Titel eigentlich in Arbeit? Das ist aber auch irgendwas, ja nicht. Es sollte, glaube ich, dieses Jahr irgendwo kommen. Hm? Der brauchst du nicht, Black Forest. Nicht? Nein, musst noch eine wie ich haben. Oh. Gucken, wo wir landen, wo wir hier reinspringen. Aber Danny muss den, kannst du den lange Anhänger mitnehmen nach. Ja, bin ich jetzt wieder weiter weg von der Baustelle aus. Ich wollte nicht, ich wollte Baustelle. Boah, ich bin es noch nicht gewöhnt, dass mein Kran plötzlich so schnell ist. Ich hab den upgegradet. Jetzt reagiert er irgendwie so schnell. Am Anfang schleppend, aber dann auf einmal richter Schwung, ne? Ja. So, ich komme mal zurück zur Baustelle nach meinem kleinen Erkundungstrip auf der anderen Straße, hier auf der anderen Flussseite. Hm. Oder doch nicht. Was bremst? Wandmauern. Hier Umkleiden oder sanitäre Anlagen hier. Nicht, ne? Doch gut hier. Schwer am Schuften. Die beiden. Der Chef schaut zu. Macht einen auf wichtig, indem er einfach um die Baustelle rumläuft. Wie alles richtig gemacht wird. Mhm.
ein großes Teil hier angehakt. Ja. Liegen die Teile nur so durch die Gegend? Ich habe jetzt gesehen, du hattest ja da ein richtiges Erklärvideo dazu gepackt, wegen diesen Deko-Fahrzeugen. Ja. Ist ja richtig genial gewesen. Hast du geschafft? Ja, war total einfach. Hast du dir ein paar. Was hast du denn überhaupt? Wo hast du dir Deko-Fahrzeuge hingestellt? Ich habe es erstmal nur getestet, wie es funktioniert, aber ich wollte mir eigentlich auch noch die Feuerwache mit echten Fahrzeugen besetzen. Ja. Aber nur als Deko, sondern oder zum selber benutzen. Ja, nicht halt jedes Mal so durchscrollen dann oder durchtappen. Dafür ist es ganz praktisch. Kane hat nochmal alles rausgesucht. Das GTA 1 Gramm 97, GTA 2 99, GTA 3 2001 und Vice City war praktisch schon GTA 4 oder 2002. San Andreas 2004, Advance 2004, Liberty City 2005, Vice City Stories 2006. In GTA 4 2008, Chinatown Wars 2009 und GTA 5 gibt es schon seit 2013. Das wird 10 Jahre alt. Was? GTA 5 wird 10. Oder ist schon 10? Ich weiß nicht, kommt drauf an, wann das rausgekommen ist im Jahr 13. Ja, das war so. Da, wo ich das wahrscheinlich gespielt hatte. September 13. Was? Ein bisschen die Jahre gekommen. Da müssen wir jetzt hin. Aber LS gibt es ja mittlerweile auch schon eine ganze Weile. Das stimmt. Aber alle zwei bis drei Jahre eine neue Version. Ja. Aber ich bin echt froh, dass es jetzt nur noch alle drei Jahre eine neue Version gibt. Ja. Ja, stört mich auch nicht. Ein bisschen. Kann man ein bisschen mehr schaffen, was Mods angeht. Also man sich dann halt natürlich wieder was Neues bedenken. Für den nächste. Genau. Müssen wieder irgendwas abnehmen, so wie noch irgendwelche Sachen. Die sie dann bei den Modern sehen, die sie ins Standardspiel mit einbauen. Aber ist ja immer so, das ist eigentlich schon immer so gewesen. Fortschritt Sägewerk entdeckt. Ja. Müssen wir uns irgendwie so eine riesige Teile holen, oder was ist das? Glaube ja. Paketdeckenelemente, Holzrahmen. Das sieht doch noch in Arbeit aus. Das ist das Sägewerk. Hier hältst du Holzware nach Maßanfertigung für deinen aktiven Auftrag. Wenn du mehrere Aufträge parallel angenommen hast, stell sicher, bla, okay. Nee, ich jetzt hier fest saß. Ich glaube, jetzt liegen nur Teile. Ich habe irgendwas gekauft. Dann liegen hier jetzt auch Teile, was geholt werden muss. Dann müssen wir mit dem hier Tieflader wahrscheinlich dahin oder wie? Ja, mit dem großen. Was wird hier noch gebaut? Aber in GTA 5 noch mehrere Milliarden Geld zum Ausgeben. Dank MMOGA, warum hast du so viel Geld da zum Ausgeben? So, Schnellreise zum Sägewerk. Ne, da ist ein Strandbad. Kann ich nicht zum Sägewerk. Da ist das Sägewerk. Und wie läuft FIFA? Hast du nochmal FIFA gespielt, Black Forest? Nee, ich habe mir das nochmal gekauft. Also 70 Euro, das habe ich nicht eingesehen. Dann klar, jetzt irgendwas mal reduziert. Aber ja, da dachte ich auch mal, ob ich das, glaube ich, 23 hole. Ich spiele es dann doch, glaube ich, viel zu selten, weil
Ich hab's, ja, FIFA 21 hatte ich ja, aber seitdem habe ich fast gar nicht mehr gespielt. Und wenn ich dann doch mal Lust habe, dann kann ich auch wieder FIFA 21 spielen, wenn ich es dann einmal spiele. Ja. Das lohnt sich irgendwie nicht. Nee, das nicht auch mal auch. Also diese 60, 70 Euro würde ich auch im Traum nicht ausgeben. Wenn es im Sonderangebot ist, gerade ich noch mal drüber nachgedacht, aber. Was sind die Teile hier? Ja, was denn? Hier rechts. Hammer. Bist du hier auf dem Gelände oder bist du? Mhm. Will ich nicht. Einmal raus. Da hinten in den Hallen irgendwo. Der mitten. Ja. Mittlerer. Nämlich 20. Kann man die Teile jetzt so verladen eigentlich oder wie funktioniert das? Hallo. So, geht das. Ist hier auch ein Hammer? Ja, gleich mal gucken. Ne? Unhandlich. Ich kann gar nicht alles mitnehmen, oder? Ich könnte das noch oben drauf stellen einfach. Dreht man noch den Kran mit dem hier, dass er das woanders hin krant? Kann ich stapeln. Achso, dann. Ja, okay. Das klappt doch. Gut, dann fahren wir das aber erst in der nächsten Folge hin. Machen wir auf jeden Fall noch. Vielen Dank fürs Reinschalten. Kurze Pause. Bis gleich und tschüss.